wieder ein World Peace Blessing. Und, und in Wien wird es eine Woche. Mal ganz kurz zwei Gedanken zu dem Thema Segnung, zum Wert der Segnung. Wie ein Vater, sage ich einmal, Vater von fünf Kindern, freut mich, dass heute meine Frau, die hier sitzt, auch mitkommen konnte und auch unser ältester Sohn. Und wieso nenne ich es die Dynamik der Liebe? Weil ich glaube, es ist für alle immer wieder die Frage, wie man, und tun wir uns alle mehr oder weniger schwer, wirklich Beziehungen zu bauen, die nicht nur für, ja, eine Woche, für eine Nacht oder sonst was dann, sondern wirklich langfristig und idealerweise für die Ewigkeit. Und ich meine, wenn ich auch an meine eigene Beziehung zu meiner Frau denke, wir haben wirklich, also jeder hat so ein Potenzial, dass... Das war unser ursprüngliches Gemüt. Das ist präziser. Unser Gewissen ist oft getrübt. Aus bestimmten Gründen. Unser ursprüngliches Gemüt ist eigentlich unser Navigationsgerät. Und was ist entscheidend für ein Navigationsgerät? Man muss immer wieder schauen, dass in die Feinabstimmung, dass das wirklich hinhaut. Stunden in der Woche. Ich könnte keine Wunder wirken. Ich kann wirklich jeden dort betreuen, wo er steht, aber ich kann ihm nicht das Elternhaus ersetzen. Und nur noch etwas, weil Sie gesagt haben, emotionale. Es hängt. Ich sage, jede Familie ist ein kleiner Planet. Mit eigenen Regeln, mit eigener Sprache. Und dieser Planet steht sozusagen auf zwei Stützen. Die eine Stütze ist die Mutter und die andere Stütze ist der Vater. Und wenn diese beiden Stützen einigermaßen gleich viel an Last, an Belastung tragen, dann ist diese kleine Welt in der Balance. Wenn ein Pfeiler wegbricht, aus welchen Gründen immer, gerät diese kleine Welt ins Rutschen. Und es ist einmal so, dass dann nichts mehr so ist, wie es einmal war. Wir haben viele, viele Kinder, die plötzlich Scheidungskinder sind, die sich von einem Tag auf den anderen dramatisch verändern. Da lasse ich mir von irgendwelchen Sozialstudien nichts einreden. Wenn Eltern auseinandergehen, haben in erster Linie Kinder darunter zu leiden. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und es ist so. Wirklich, wir erleben das, das erlebe ich als sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn wir einmal nur im Spaß oft streiten, dann fangen unsere Kinder schon an und sagen, lasst sie euch jetzt scheiden oder ich weiß nicht was. Sie brauchen genau das, was in dem Film wunderbar ist. Eine Welt der Familie, stabil und verlässlich sein für die Kinder. Das ist das Allerwichtigste. Und darf nicht ständig bedroht sein, geht die Mama oder geht der Papa und ich weiß nicht was. Also was brauchen Sie? Ich meine, ich arbeite jetzt als soziale Betreuerin im Zusammenhang mit dem Amt für Jugend und Familie und bin angestellt im Pflegeelternverein. Also ich habe mit Pflegeeltern zu tun gehabt, also die anfangs Schwierigkeiten gehabt haben und jetzt habe ich eigentlich eher mit Menschen zu tun, die einfach das Leben nicht schaffen, würde ich sagen. Und da sind immer zwei Dinge, zwei Komponenten. Das eine ist mal die finanzielle Komponente, die halt zuerst einmal groß blinkt. Und die andere Komponente ist eigentlich die seelische Armut, oder wie man es nennen mag. Ja. Und diese beiden Komponenten sind immer im Zusammenhang, bei jeder Familie, die ich kennengelernt habe. Und für mich ist es ein Anliegen eigentlich, dass man schon vorher anfängt, was bedeutet eine Partnerschaft zum Beispiel. Und es ist eigentlich für mich immer wieder ganz, ganz schlimm, das alles zu sehen. Und ich versuche dann natürlich zuerst einmal Vertrauen zu gewinnen zu den Menschen, dass sozusagen ihre, einmal eine äußere Stabilität da ist.
Und dann kann man anfangen, eine innere Stabilität zu finden. Aber der Punkt ist immer die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen, dass er möchte etwas lernen, dass er möchte irgendwie weitergehen, und da ist auch, da hapert es ganz groß, ja? Weil viele haben einfach kein Verständnis, was das Leben bedeutet, für was wir leben. Das ist einfach nur ein plötzlicher Moment, auf einem nächsten plötzlichen Moment. So ist das Gefühl, das ich immer wieder habe. Und da muss ich dann wieder sagen, ich war immer gegen diese ganze Betreuung, Ganzzeitbetreuung. Als Ihre Familie, die oft, also man sieht es auch schon vom Äußeren, es ist die Wohnung nie mit Liebe gemacht. Ja? Sie haben keine liebevolle Umgebung. Ja? Sie erleben sich selber nie als geliebtes, wirklich angenommenes Kind. Also in den meisten Fällen. Ja? Die Kinder, ich muss oft sagen, ja, wenn zum Beispiel ein Kind von der Schule kommt, das erste ist, zieh die Schuhe aus, was ist mit deiner Schultasche? Es wird nie das Kind so gesehen, so begrüßt, wie geht es dir oder so. Das muss man ihnen lernen. Alle diese einfachen Dinge, die eine Betreuung sein, wo die Kinder wieder sich selbst finden können, wo sie ihre Persönlichkeit wahrnehmen können, durch die Betreuer. Also es ist eine sehr starke Beziehungsarbeit, so wie es eigentlich in diesem Film gezeigt worden ist. Und das ist also auch eine große Herausforderung, glaube ich, für diese Gesellschaft, solche Lehrer und solche Betreuer zu erziehen oder zu fördern, ja? Dass sie das werden können. Ja? Weil es ist leichter, nur eine Aufgabe mit jemandem zu machen. Nicht? Und nicht einmal das geschieht jetzt in den Nachmittagsbetreuungen. Ich erlebe das ständig, dass die Kinder und die Eltern nicht fähig sind, sie zu unterstützen in der Schule, dass die Kinder mit nicht gemachten Hausaufgaben nach Hause kommen. Ja? Und dann wissen sie selber nicht, wie sie das schaffen sollen. Und die Eltern können manchmal gar nicht lesen. Also ich habe das vorher... Weil es der schlecht geht, soll es sozusagen jetzt dann allen gleich schlecht gehen. Genau. Und das ist eigentlich nicht...